Servus, grüßt euch, LinkedIn und YouTube. Ich habe wieder was Neues für euch von den CS Concept Buddy Ingenieurbau. Genau. Heute geht es um den Holzbau. Wenn ihr dieses Thema auch so spannend findet und mein Ergebnis als, ja, als tolle Hilfe, als Erweiterung des Glücks empfinden würdet, natürlich am Ende des Videos, dann könnt ihr euch eintragen. Ich habe unten einen Link angebracht. Auf LinkedIn ist es in den Kommentaren, wegen den logarithmischen Gründen, oder auf YouTube in der Beschreibung. Klickt da drauf und dann erfahrt ihr automatisch von mir selbst persönlich per E-Mail geschrieben, wann es diese CS Buddy Ingenieurbau Bürovorlagen zu erwerben gibt, wann es dazu Webinare gibt, damit ihr überhaupt mal reinschauen könnt, was es ist. Alles unverbindlich, ihr müsst da nichts kaufen, aber ihr könnt euch informieren. Und ich bin überzeugt, dass das viele von euch brauchen werden. Und heute schauen wir uns den Holzbau an, den ich jetzt gerade so frisch fertig gemacht habe. Ich habe auch einen Livestream gehabt, deswegen habt ihr mitverfolgen können, wie mühselig da alles ist, wie viele Knoten und Attribuierungen und Formeln ich machen musste, damit am Schluss eine saubere Mengenliste rauskommt. Natürlich wird das Ganze auch für den Positionsplan sehr spannend. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Mengenliste. Ihr dürft gespannt sein, Video liken, ansonsten 7 Jahre schlechtes BIM und los geht's. Ja, jetzt sind wir schon im Geschehen in Altplan drin. Ich will euch ja den Holzbau zeigen. Dazu habe ich ein paar Träger hier abgesetzt, Holzbauträger. Die sind im Profil her gleich und diese ein bisschen größer. So. Dann habe ich Holzstützen, die habe ich extrem überdimensioniert. Die sind jetzt genau einen halben Meter auf einen Meter auf einen Meter. Das heißt, hier ist eine Stütze ein halbes Kubikmeter. Einfach nur, damit wir ganz leicht rechnen können, ob meine Mengenliste und Angaben dann stimmen. Also hier, das müssten 1,5 Kubikmeter sein. Und hier habe ich noch eine dicke, fette Stütze. 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter müsste 1 Kubikmeter sein. Machen wir mal 2. Dann haben wir 2 Kubikmeter. Und dann noch einfach noch eine runde Stütze. Und hier noch Beton und Mauerwerksbau. Also Ziegel, Kalksandstein, Bornbeton. Ich habe Ziegel geschrieben. Na, doch, Ziegel. Passt. Hat so ausgeschaut vor der Weiten. Gut. Liked schon mal das Video. Habt ihr ja jetzt Zeit. Und ich zeige euch jetzt einfach die Auswertung. Da hinten haben wir noch eine Holzständerwand. Da wollen wir ja nicht, das kann ja nicht als Vollholz gezählt werden, als Kubikmeter. Von dem her gebe ich das als Quadratmeter raus. Aber dazu jetzt gleich mehr. Ich nehme meine Mengenliste von den Subparts. Also, nebenbei erwähnt, die Subparts sind mit Abstand das beste Einbauteilsystem auf der ganzen Welt. Denn ich habe es mir zu Herzen gemacht, das Ganze herstellerübergreifend und einbauteilübergreifend auswertbar zu machen. Nicht jeder Hersteller zieht da mit. Tja, die haben halt 6.000 Kunden verloren, ist deren Pech. Naja, gut. Also, seid mit dabei, holt euch die Subparts, die sind kostenfrei auf meiner Homepage unter www.allplan-einbauteile.de und dann kann es auch schon losgehen. So, und jetzt drücke ich hier einmal auf Holz. Und ihr habt es gesehen, ich habe alle Bauteile markiert. Ich muss nichts vorfiltern, ich habe jetzt einfach alle Holzbauteile in meiner Mengenliste. Festigkeitsklasse habe ich noch nicht übergeben, die kann ich noch nachtragen. Ist aber jetzt für mich nicht relevant für diese Liste. Ja, ist schon relevant für die Liste, ist schon klar, aber für das, was ich zeigen will, nicht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Holzständerwand. Zoomen wir mal ein bisschen hin. Ne? Wir haben hier die laufende Meter und die Breite der Wand. Und hier die Mengen in Quadratmeter. Eine Fläche von der Wand. Bei der Stütze wurde automatisch das Profil erkannt, dass es eine runde Stütze ist, also im Durchmesser. Und auch hier die Kubikmeter angegeben. Jetzt kommen wir zu den Stützen. Die wurden mit der Länge und der Breite als Profil erkannt. Einmal 1 Meter auf 1 Meter. Da haben wir 2 Stück gehabt, deswegen haben wir hier laufende Meter 2 Meter und 2 Kubikmeter. Ja, wir haben komische Maße genommen, ne? Logisch. Also 2 Stück. Und von den anderen Holzstützen, 50 auf 1 Meter, haben wir 3 Stück gehabt, also laufende Meter 3. Und hier haben wir diese Kubikmeter. Und jetzt kommt der Clou. Beim Unterzug haben wir nicht Länge mal Breite, sondern Höhe mal Breite. Warum? Weil das Profil nicht Länge mal Breite hier ist, hier Länge mal Breite, sondern hier ist natürlich Breite mal Höhe.
und das erkennt das System und schon habt ihr die richtige Auswertung hier parat. Ihr habt nichts weitermachen müssen. Natürlich kann ich auch zum Mauerwerksbau rüber jumpen und kann da schauen, was ist denn hier los. Also hier können wir die Steinart-Festigkeitsklasse, Rohdichte, Mörtelgruppe angeben. Alles wunderbar. Wenn euch das Thema interessiert, wie in der Vorankündigung schon gesagt, klickt auf den Link in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Tragt euch ein und ich gebe euch Bescheid, sobald es Kosten dazu gibt, was das mal kosten wird, wann Webinare dafür gibt, wann gibt es Schulungen dafür. Und ja, dann gebe ich euch persönlich Bescheid. Ich würde mich natürlich jetzt über das Teilen dieses Videos freuen, weil ich glaube, das müssen mehr Leute sehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.